Hallo Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute die Frage, ist das vielleicht das beste Böker Magnum Messer aller Zeiten? Die Collection 2020. Diese Collection Modelle waren ja immer und Tacken besser als die Standard Magnum Messer, denn man hat ein bisschen bessere Materialien genommen und immer mit namhaften Designern zusammengearbeitet und das immer ein bisschen eine Nummer größer gebaut. Das waren immer kräftige, große Klopper. BFG hatte da auch immer schon das ein oder andere Modell davon und auch Hubert steht total auf diese Collection-Modelle und tja, nachdem ich mir hier die beiden Rambo-Messer angeschaut habe, war dann hier eigentlich klar im Nachhinein hier, obwohl wir zum 2021 haben, bei der 2020er-Kollektion nochmal zuzuschlagen, denn der Designer ist ja kein geringerer als Dietmar Pohl gewesen und ja, es hat so ein bisschen Anlehnung auch an die Rambo-Knives, auf jeden Fall vom Griff her, die klingen ein bisschen anders. So, schauen wir uns mal an, was kommt hier? Schöne große Holzkiste. Habe ich mir überlegt, wenn ich das Messer, wenn das dann wirklich vielleicht mal verwendet ist und eh nicht mehr so ganz frisch aussieht, könnte man mit der Kiste auch irgendwas anderes Sinnvolles, Praktisches anfangen, weil dann braucht man das garantiert nicht mehr für die Aufbewahrung. Die Teile kommen hier versiegelt mit einem Aufkleber, den man wirklich nicht runterpopeln kann. Ich wollte ihn runter machen, keine gute Idee. Mit einem kleinen Verschluss. Hinten massive Scharniere. Schwarze. Ja. Pressholzkiste. Nicht schlecht, kann man bestimmt für was anderes gut verwenden. So, machen wir mal auf. Kommt hier dieses zweiteilige Set zum Vorschein. So, was haben wir hier Schönes dabei? Zertifikat Magnum Collection. Hier haben wir auch die genaue Modellbezeichnung 02 MAC 2020. Und ich habe die Nummer 0819 von 1999. Fast 2000 Stück haben sie gebaut. Wir haben Klingenstahl, D2, Stonewash, Dietmar Pohl, Chitin, Leder. Das gleiche nochmal hier in Englisch. Das ist natürlich cool. Vor allem vielleicht die günstigere Variante, wenn einer sagt, ah, die originalen Rambo Knives von Pohl sind immer zu teuer. Dann ist das hier vielleicht eine Alternative. Und das Ding kommt ja hier auch nicht schlecht daher, ne? Nehmen wir es mal raus. Scheide. Messer. Und was für ein Klopper. Wir machen das Zeug mal alles gleich wieder hier rein. Dann geht nichts verloren. Kann man das rausmachen? Ist das noch reingepresst oder reingeklebt? Reingeklebt. Also der Verwendung der Kiste bedarf es ein bisschen Gewalt, der Weiterverwendung, wenn man das wirklich rausmachen möchte. Scheide mit einer großen Schlaufe. Da dürfte also auch ein großer Gürtel oder sogar eine Koppel durchpassen. Vernäht, sauber vernäht und fünffach vernietet. Druckknopf. Keine Möglichkeit, das irgendwie hinten einzuklemmen. Ist es beweglich? Nein, es ist vernäht. Kann man somit also auch nicht da drunter klemmen, wird also immer ein bisschen im Weg sein von der Schneide. Messer, ja, ganz typisch, ne? Kommt höchstwahrscheinlich aus derselben Fabrik. Auf jeden Fall der Griff wie der andere. Kann man natürlich schön vorne halten. Oder was an dem Griff natürlich auch geil ist, wenn du es als Haumesser verwenden willst, du greifst hinten an, ne? Ist hier noch schön das Ende hier. Kannst hier mal schön mit dem kleinen Finger dahinter, die drei Finger davor, dann hast du das auch immer noch fest in der Hand und hast natürlich eine sagenhaft gute Hauwirkung, um irgendwelche armdicken Äste klein zu hauen. Wofür natürlich auch der Stahl geil ist, denn D2 ist einfach toughes Zeug. Ne? Das ist ein Werkzeugstahl, der hat brutale Nehmerqualität. Wenn der gut gehärtet ist, ist der unzerstörbar. Schönes Stonewash-Finish. Hier schön Dietmar Pohl. Hier war zum 25-jährigen Jubiläum letztes Jahr, ne? Seit 25 Jahre Designer. Und er hat auch damals eins der frühen Designs schon mal für vor vielen Jahren eben für Bücker gemacht. Und dann, darum dann hier letztes Jahr auch nochmal dieses Messer. Hat auf den Griff zurückgegriffen vom, sage ich mal, vom MK8. Aber mit einer anderen Klinge. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Sieht sehr brauchbar aus, sehr langes Wedge hier. Der Fuller hier drin sieht cool aus. Und hier nur noch beschriftet mit Magnum Collection 2020 und der Seriennummer. Wir haben hier eine, naja,
wäre ich vorsichtig mit dem Finger da rein. Also bleiben wir mal hinterm Fingerguard. Hätte man dann auch ein bisschen kürzer machen können. Ne? Für ein richtiger Fingerchoil ist das Ding zu klein. Und es beginnt gleich anschließend die scharfe Schneide. Darum hätte man gut noch einen Zentimeter weiter zurückziehen können. Aber ist vielleicht auch so irgendwie Produktionsbeginn, weil das irgendwie in die Maschinen muss. Und hier ist so ja weit raus, dieser Guard. Full Tang, ne? Also massive Ausführung. Cooles Griffstück. Vorne halten. Hier die Daumenrampe. Ja, die Rillen hätten wir sich sparen können. Oder man macht sie jetzt ein bisschen schärfer machen können. Aber was mir gefällt, ist eben, das ist auch schön, kannst du hinten greifen. Finde ich geile Hauwirkung. Geiles Teil. Wir werden mal kurz ausmessen. Was sagen die Maße von diesem Teil? Wir haben hier, naja, nicht ganz 18 cm, wir haben so 17,8. 178 mm Klingenlänge. Wir haben eine Schneide von so 16,3. Wir haben eine Gesamtlänge von 32,5 cm. Wir haben eine Klingenstärke von hier oben maximal 5,1 mm. 5 mm Klingenstärke hier oben. Und wir haben wahrscheinlich eine ziemlich kräftige Schneidphase. Es fühlt sich auf jeden Fall kräftiger an. Also eher ein robustes Ton. Ja, ich würde mal so sagen, so 0,7, 0,8 mm nach der Schneidphase. Also vielleicht nicht der super Slicer, aber das ist ja auch eher, sage ich mal, das robuste Camp Knife. Das braucht wahrscheinlich eher auch mal heftigere Nehmerqualitäten zum Batonen oder Hacken, Graben, was auch immer. Gewicht hat es eigentlich auch ein ganz gutes. Liegt auf jeden Fall schon mal satt in der Hand. Wir haben nämlich hier genau 470 Gramm. Mit der Lederscheide hast du 568 Gramm am Gürtel. Geiles Teil. Gefällt mir richtig gut. Von der Klingengeometrie her. Schön. Lang, gerade. Trotzdem ein bisschen Abwechslung drin mit dem Fuller und der langen Swatch. Griff ist cool. Zum Vorne halten, zum Hauen. So, wir machen es mal in die Lederscheide. Sitzt gleich schön passgenau drin. Also das ist keine Scheide, die sich erst noch ans Messer gewöhnen muss und dehnen muss. Kriegt man sofort rein und man kriegt auch gleich den Druckknopf zu. Dann ist doch so ein schönes Gesamtpaket. Gutes Material. Leder D2 G10. Guter Designer. Dietmar Pohl. Preis auch gut. Er ist halt sehr volatil. Also der schwankte an den Tagen, wo ich es mir bestellt habe, die Tage davor und danach, wie eine Biontech. Und wir haben wirklich um 50 Euro Schwankungen beim Messer. Ne? Du kannst einen guten Tag erwischen und du kriegst es für 130 Euro. Und du hast einen anderen Tag, da kostet es sich 180 Euro. Also in dem Bereich waren die schwankenden Preise. Wie es dann zum Zeitpunkt der Ausstrahlung aussieht, kann ich nicht sagen. Aber ich werde mal schauen, dass ich in den ersten Kommentaren nochmal einen Link tacker, wo und wie ich es bezogen habe. Da müsst ihr einfach dann täglich mal reinschauen oder mehrmals täglich. Es ist hier gerade sehr viel Bewegung bei diesem Messer im Markt mit dem Preis. Wie gesagt, 50 Euro geht das Ding gerade hoch und runter. Ne? Günstig für 130 und Normalpreis ist eben 180 Euro, den man manchmal aber auch bezahlen muss. So, hier haben wir dann gerade noch von TFG noch das MR103 Schräger 5. Markus Reichert Design, Fox Produktion, dass wir hier so einen Größenvergleich mal machen können, weil ja das hier ist halt noch 11,8 cm und führbar das ja natürlich mit 16,8 oder was haben wir jetzt gemessen? Ne, 17,8. Natürlich etwas zu groß, aber hier haben wir dann mal einen Größenvergleich. Beides aber ähnlich
stark. Wir haben hier, wenn mich nicht alles täuscht, 4,8 mm, hier 5, also ähnlich kräftige Klinge, nur läuft die hier etwas feiner aus, unten auf 0,4, 0,5 mm, dass wir hier so 0,7, 0,8 haben. Also hier mit Sicherheit etwas bessere Schneidperformance. Hier natürlich längere Klinge, höheres Gewicht, immer die Hauwirkung von dem Teil wird brachial sein. Werden wir mal testen, weil das ist jetzt, sag ich mal, kein so teure Sammlerstück, das man irgendwie vitrinenmäßig schon muss. Habe ich mir dafür eigentlich auch nicht zugelegt, sondern einfach wieder mal so als Messer so zum Spaß, ne? Wenn man wieder mal draußen was mit dem Holz macht, Feuerchen, sonst was, wie auch immer, ja. Größenvergleich. Liegen beide gut in der Hand. Aber gewichtstechnisch natürlich einige Gewichtsklassen dazwischen. Ja, das war mal das Unboxing vom, tja, vielleicht das beste Magnum-Messer aller Zeiten. Ich würde mal bisher sagen, jo, definitiv. Auf jeden Fall für den Preis dann. Material, die geile Griffform, Designer. Ja, die Verpackung allein, die kostet schon ein paar Mark 50, ne? Also vom Set her würde ich sagen, auf jeden Fall cool. Wer auf, ja, ich sag mal Rambo Knife, Dietmar Pohl oder Magnum oder einfach ein großes, gutes, günstiges Bushcraft Knife, muss halt mal schauen im Preis. Vielleicht erwischt er wieder mal so einen 130-Euro-Tag. Aber selbst für den regulären bei 180 kann man sagen, ja, okay. Obergrenze, ne? 160, 150 bis 160 wäre okay. 130 würde ich mal schon sagen, Schnäppchen für das Jahresmesser. Gut, dann sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Einsehen, bewerten, kommentieren. Und kriegen wir das vielleicht noch ins Bild. Ja, das sieht doch gut aus. So, wäre doch schön Größenvergleich. Und das war's dann auch schon für heute. Und ja, das Messer wird bestimmt noch mal in irgendwelchen anderen Videos dann auftauchen. So, jetzt aber. Schreibt mal drunter, was haltet ihr vom Böker Magnum Collection 2020? Ist es das beste Magnum aller Zeiten? Ja, nein, vielleicht. Ich finde es ist auf jeden Fall bei den Magnum-Messern, die ich bisher hatte, ziemlich weit vorne mit dabei. Einfach so, ne, das ganze Gesamtpaket mit dem Hintergrund, ne, gerade Dietmar Bode und den neuen MK8, MK9-Messern, ist das natürlich eine coole Alternative. Okay, Freunde, ich sage gleich fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye, euer Hilbili.